Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal One Day an. Das wurde öfters mal angefragt, deswegen machen wir das auch. Ich bin da jetzt auch gar nicht so festgelegt, was die PCs anging. Ich habe hier nämlich einfach mal geschaut. PC-Systeme, dann gehe ich halt auf Gaming-PC und dann von mir aus den Intel Core i7. Und das sind die drei Top-Computer. Das ist quasi nach Beliebtheit hier sortiert. Und die sind auch verfügbar wieder ab dem 4. April 2022. Das heißt, sie sind recht aktuell, zumindest was das Baudatum angeht, aber nicht die Hardware. Das kann ich soweit schon mal sagen. Ich nehme jetzt einfach mal die drei. Da haben wir einmal den IN03, den IN06 und den IN02. Und die schauen wir uns jetzt mal in der Reihenfolge auch an. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Also, wir hätten hier den Gaming-PC Ultra IN03 Core i7 10700KF RTX 3060 Ti für 1499 Euro. Das Bild, ja, es ist schon irgendwo ein bisschen fake. Also, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, hier wird eine Wasserkühlung gezeigt, hier oben diese bunten Lüfter und so weiter. Das stimmt alles soweit nicht. Die Sache ist aber die, die schreiben hier, Abbildungen können von der gewählten Konfiguration abweichen. Das heißt, die sichern sich damit ab. Die Kiste wird so nicht aussehen. Ihr werdet auch keine vier beleuchteten RAM-Riegel drin haben, vor allen Dingen nicht diese hier. Weil hier sieht man schon 16 GB DDR4, 2666 MHz Patriot. Das hier ist Corsair, sieht man ganz klar. Haben viele verbaut, ihr kennt es ja mit Sicherheit. Deswegen, ich finde das immer ein bisschen schade. Ihr kriegt sowas gezeigt, alles leuchtet, alles ist super. Die Leute achten auf so einen kleinen Hinweis dann nicht, ja, und dann kriegen sie die Kiste nach Hause und es sieht nach nichts aus. Weil der RAM, das ist auch einfach nur grüner RAM. Die Taktung, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Doch, sollten wir drüber reden. Aber eigentlich nicht. Naja, wie auch immer. Einen großen Vorteil muss ich sagen, hier wird alles richtig aufgeschlüsselt. Richtig gut sogar. Also man sieht wirklich, was drin ist. Also ihr werdet nicht verarscht. Es steht auch, welche Grafikkarte es genau ist und so weiter. Deswegen, das finde ich schon mal gut. Und wir starten jetzt mit dem Ding einfach mal durch. Als Gehäuse haben wir ein MSI Mac Vampiric 100R mit Glasfenster. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht schlecht. Es hat genug Platz. Es hat vorne eine kleine Mesh-Front. Es ist auch noch ein Lüfter vorne und einer hinten eingebaut. Ja, also der ist sogar RGB beleuchtet, der hintere, aber oben halt nicht. Ihr habt eben auf den Bildern gesehen, oben sind beleuchtete Lüfter drin gewesen. Die sind so nicht drin. Die könnt ihr natürlich irgendwo mit rein konfigurieren, dann wird das Ding aber wieder teurer. Also für den Preis stimmt das Bild halt nicht. Man kriegt das bestimmt so hin, nach Konfiguration steht ja auch da. Aber es ist halt von Grund auf nicht so. Das Gehäuse ist jetzt, wie gesagt, nicht schlecht. Es ist, gibt auch Besseres. 45 Euro kostet das jetzt hier. Ich bin ja so ein Typ. Ja, Be Quiet 802 oder ein Corsair 4000X oder sowas, die gefallen mir ganz gut. Die sind natürlich auch wieder deutlich teurer. Für das System ist es natürlich ausreichend. Ich würde es mir persönlich wahrscheinlich nicht kaufen. Und das kostet 45,34 € bei Amazon bzw. 60 Euro bei ProShop. Das macht den Braten jetzt nicht fett, ihr werdet später auch sehen, warum. Als Prozessor haben wir den Intel Core i7 10700KF. Zuallererst ist ein 8-Kerner mit 16 Threads, 125 Watt TDP, unterstützt offiziell 2933 MHz RAM. Ihr könnt auch 3200 oder 3600er draufschmeißen, das funktioniert auch. Das ist natürlich etwas älter, die ganze Geschichte. 10000er-Reihe war vor 2 oder 3 Jahren, wir sind jetzt mittlerweile schon bei der 12000er-Reihe. Der ist nicht schlecht, der Prozessor. Aber es gibt halt aktuelleres für ungefähr den gleichen Preis. Sehen wir auch gleich noch. Ich habe nämlich keine richtige Alternative, nur mal einen Preisvergleich gemacht. Was ich gleich zeige, solltet ihr auch nicht kaufen direkt. Aber ich wollte es nur mal zeigen, was preislich halt möglich ist. Ihr könnt mit dem Stream, ihr könnt mit dem Zocken, das ist alles kein Problem. Aber wie gesagt, er ist halt älter. Das ist für mich so ein bisschen Resteverwertung. Finde ich ein bisschen schade. Aber was das Zocken und Stream angeht, funktioniert das halt. Und der kostet 284,28 € bei eBay. Als Prozessorkühler bekommen wir den Alpenföhn Brocken Eco Advanced. Der passt eigentlich ganz gut zu diesem Prozessor, wobei ich da auch eher schon wieder auf eine Wasserkühlung gehen würde, weil die 10000er-Reihe, die ist gut warm geworden. Der hat zwar eine 125 Watt TDP und der Lüfter hier bzw. Kühler hat 170 Watt TDP, aber ich glaube, der könnte da schon ins Schwitzen kommen. Er wird zumindest ziemlich laut, gehe ich mal von aus. Von den TDP-Daten her passt es natürlich, nur ihr müsst auch davon ausgehen, diese 125 Watt TDP, die der Prozessor angibt, der genehmigt sich mehr. Meiner ist, glaube ich, mit 105 angegeben und knallt sich 144 rein. Der hier wird auch gut warm.
Und dann natürlich wieder das Beispiel, das ist ein ganz normaler Luftkühler. Auf dem Bild war eine Wasserkühlung zu sehen, die halt so nicht verbaut ist. Auch wieder sehr schade. Aber wie gesagt, der passt soweit zum Zocken und Streamen reicht es. Wenn ihr jetzt natürlich Dauerlast auf dem Prozessor macht, wird er das nicht mehr richtig hinkriegen, beziehungsweise wird sehr laut. Und er kostet 34,67 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher, 2x 8 GB DDR4 Patriot Signature Line DIMM. Das ist der hier. Ja, er ist wunderschön. Ich weiß, ich mag auch grünen RAM unglaublich gern. Da sieht der Aegis sogar noch besser aus. Der hat eine Taktrate von 2666 MHz. Das heißt, er ist noch unter der Spezifikation von Intel mit 2933. Der taktet langsamer. Und das ist nicht gut. In einem anderen PC ist der auch noch drin, den ich gleich zeige. Ja, ich habe die ja vorher schon verglichen. Also das ist, nee. 16 GB, gut, kann man drüber reden. Aber 2666 MHz CL19... Ihr habt dadurch FPS-Verluste. Ich sag's euch so, wie es ist. Das ist richtig Resteverwertung, was die hier machen. Damit ihr mal so eine Idee bekommt, ich spiele das Video jetzt nicht ab, ich hab's da irgendwo gestoppt. Ihr seht hier unten 2666 MHz RAM. Gut, da ist jetzt dieser Play-Button drüber, aber ihr seht's ja. 67 FPS. Ja? Wenn wir jetzt 3200er nehmen würden, 78 FPS und mit 3600er sogar 82 FPS. Da geht euch gut was flöten. Also 3200er hätte ich mir mindestens gewünscht. Also das ist schon hart. Aber wie gesagt, Resteverwertung. Und der kostet 65,90 € bei Alternate. Dann bekommen wir eine 8 GB NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti KFA2, ein Klick OC. Also hier wissen wir genau, was wir bekommen. Ist halt eine 3060 Ti. Danach kommt noch die 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti. Die überhaupt keinen Sinn macht, aber egal, die 3090 schon nicht. 3060 Ti, mit der könnt ihr auf jeden Fall gut zocken. Ja, ihr könnt jetzt auch AAA-Titel und so weiter spielen. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, das sage ich auch immer wieder, dass jetzt zum Beispiel ein WQHD die 144 FPS dahin rotzt, wenn ihr einen 144-Hertz-Monitor habt. Da müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Der FPS-Test dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 599 € bei Galaxus. Dann haben wir als Mainboard ein Asus TUF Gaming B560M+. Micro ATX, wer hätte das erwartet? Bei dem Preispunkt will ich auf jeden Fall ein ATX-Mainboard da drin sehen. Also Micro ATX ist halt von der Erweiterbarkeit immer ein bisschen schwierig. Das hat weniger Anschlussmöglichkeiten und so weiter. Es gibt auch gute Micro ATX-Boards. Es gibt auch Systeme, die auf Micro ATX basieren. Das ist das Gehäuse auch schön klein. Wer sowas Dezentes will, okay. Aber das hier ist ein Full ATX-Gehäuse mit einem Micro ATX-Board drin. Das sieht halt immer so ein bisschen auch verloren aus. Ihr habt da wirklich so ein Case und so ein Board drin. Das ist immer so ein bisschen... Also ich stehe nicht drauf. Technisch funktioniert das natürlich. Aber praktisch finde ich es einfach nicht gut. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier vorne kommt eine SSD rein. Hier könnt ihr noch eine SSD einbauen. Hier die Grafikkarte. Hier unten vielleicht noch eine WLAN-Karte oder so reinstecken, was ihr gerne möchtet. Dann haben wir 7.1 mit Toslink-Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI und DisplayPort werdet ihr hier nicht benutzen können, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr zieht euch das Bild dann über die Grafikkarte und USB Typ C haben wir auch noch mit dabei. Ist jetzt ausstattungstechnisch, was die Anschlüsse angeht, nicht so schlecht. Aber wie gesagt, Micro ATX ist nicht mein Fall. Technisch funktioniert es aber. Was man noch dazu sagen muss, es ist ein B560-Chipsatz. Das heißt, ihr könnt den Prozessor nicht übertakten, denn wir sehen hier B560, da könnt ihr nur den RAM übertakten. Das geht hier noch niemals mehr, weil der RAM halt sogar unter der Spezifikation von Intel liegt. Wenn ihr übertakten wolltet, weil es ja ein K-Prozessor ist, bräuchtet ihr ein Z590. Ist halt nicht drin. Das heißt, übertakten ist auch nicht drin. Ist sowieso ein bisschen schwierig mit dem Luftkühler, muss ich so sagen, wie es ist. Ich finde es aber schade, ein K-Prozessor eben auf einem Z590-Board, finde ich ein bisschen weggeworfene Leistung, ne? Ist halt einfach so. Und das kostet 134,05 € bei Amazon. Als Festplatte bekommen wir eine SSD, Gigabyte SSD 256 GB, 2,5 Zoll. Ja, und jetzt sind wir wirklich bei der Resteverwertung angekommen. 2,5 Zoll SSD, das war vielleicht vor 5, 6 Jahren noch in. Mittlerweile haben sie alle diese M.2-Karten, die auch günstiger sind. Die hier hat eine Lesegeschwindigkeit von 520 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 500 MB die Sekunde. Nehmen wir hier so eine, die die gleiche Größe hat mit 256 GB, hat die 3100 MB die Sekunde in Lesen und 1300 MB in Schreiben. Die kostet 29 €. Und die halt einfach 33. Ihr habt also mehr Leistung für weniger Geld. Deswegen sage ich, das ist Resteverwertung. Die haben sie noch irgendwo im Lager gefunden, knallen jetzt da rein, raus, raus, raus. Das ist jetzt natürlich nicht schlecht, nur ihr kriegt halt preislich gesehen was Besseres. Für weniger. Deswegen verstehe ich es nicht. 500 MB die Sekunde, ja, das ist okay, zum normalen Zocken und so ist das in Ordnung. Wenn ihr jetzt natürlich täglich Dateien hin und her schiebt, ist das wieder ein anderes Thema. Das habe ich ja schon bei den M.2-Platten. Da haben sie manchmal welche da drin mit PCI Express 4.0, die sauschnell sind, die kein Mensch braucht. Diese PCI Express 3.0, die reichen auch. Und 256 GB, da muss ich glaube ich nichts zu sagen, oder? Das reicht fürs Betriebssystem, ein paar Programme einspielen, dann ist das weg. Ist halt einfach so. Hier ist noch eine HDD drin, ja, aber die ist halt langsam. Und die kostet 33,45 € bei Mindfactory. Hier haben wir auch noch die Festplatte HDD 1 TB Western Digital Blue.
Ja, ist halt ein Terabyte HDD-Speicher. Könnt ihr Daten drauf auslagern. Also das spricht, ihr habt die SSD quasi nur für Windows und ein paar Programme. Der Rest alles auf die HDD. Das erhöht natürlich auch die Ladezeiten in Spielen. Wenn ihr jetzt jemanden habt, einen Kollegen, ihr spielt mit dem im Koop, zum Beispiel, was ich immer wieder sage, Ghost Recon Wildlands zum Beispiel, da merkt man das, der eine Mate ist schon gespawnt, ist alles fertig und der muss auf den anderen noch warten, weil er das Spiel auf einer HDD hat. Ist wirklich so, haben wir getestet, tatsächlich. Und die kostet 34,85 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir ein 650 Watt Gigabyte P650B ATX. 650 Watt ist okay für dieses System. Ob ich jetzt ein Gigabyte Netzteil genommen hätte, ja, ich bin mir da relativ unschlüssig. Es gab mal Probleme mit denen, ich wäre lieber auf BeQuiet oder Seasonic oder so gegangen. Aber Gigabyte, die würde ich wahrscheinlich nicht mehr anpacken. MSI wäre auch noch gegangen. Aber Gigabyte würde ich persönlich nicht verbauen. Das funktioniert jetzt natürlich technisch, ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Weil es gab durchaus negative Kritik an diesen Netzteilen in der Vergangenheit. Ob es jetzt speziell das war, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es nur noch so im Hinterkopf. Das hat 3 Jahre Garantie, festes Kabelmanagement, 80 plus Bronze zertifiziert. Also ein Goldnetzteil hätte es auch schon sein können, ehrlich gesagt. Ist effizienter einfach. Kabelmanagement lässt sich drüber streiten, es ist ein Fertig-PC. Geht euch erstmal nichts an, ist natürlich schön, wenn es modular wäre. Aber auch wenn es fest ist, ist es ja erstmal egal für euch. Und es kostet 52,80 € bei Equipper. Betriebssystem haben wir nicht dabei. Bulgard Internet Security könnt ihr mal wegschmeißen. Garantie 36 Monate Herstellergarantie plus kostenlose Rücksendung innerhalb Deutschlands und technischer Support. Das ist gut. Also 3 Jahre ist super. Agando macht das auch. Die haben sogar Pickup und Return noch dabei, glaube ich, ein halbes Jahr. Hier sind 36 Monate, ihr kriegt ein Rücksendelabel, muss das Ding zur Post bringen. Und die kümmern sich halt drum. Wie der Service ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe ja, wie gesagt, noch nie da was bestellt bzw. zurückschicken müssen. Aber 36 Monate ist keine Selbstverständlichkeit. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.284,34 €, das System soll kosten, 1.499 €. Ihr seid also quasi gegenüber Selbstbau über 200 € zu teuer. Ich sage ja immer so, bis 150, je nach System, sage ich auch, wenn es aufwendig ist, 200 € ist noch im Rahmen, das sind jetzt schon über 200 €, würde ich nicht machen. Ihr findet die Komponenten alle bei Mindfactory. Und könnt, also vielleicht die Grafikkarte nicht, das ist ein anderer Hersteller, dann ist ja Peng für den gleichen Preis. Und dann lasst es einfach bei Mindfactory für 150 zusammenschustern. Oder Alternate. Wobei bei Alternate die Teile meistens auch ein bisschen teurer sind. Nicht immer, aber meistens. Das ist einfach nur Resteverwertung, reingeklatscht und raus. Ist halt einfach so. Das mich nervt das, auch mit dem Bild. Hier oben alles schön beleuchtet. Das Einzige, was hier leuchtet, ist dieser Lüfter. Das war's. Da ist sonst nichts. Der CPU-Kühler leuchtet nicht, die Grafikkarte eventuell. Der RAM auch nicht, der ist einfach nur grün. Hey Leute, lasst die Finger davon. Und der zweite in der Liste, der uns ganz oben angezeigt wird, ist der Gaming-PC Premium IN06. Das ist hier wieder ganz interessant, hier haben sie nur das Gehäuse. Das finde ich immer noch am besten. Dann denken die Leute nicht, oh, das leuchtet und das leuchtet. Nein, es ist nur das Case und die beiden Lüfter, jo, das passt. Ja, so wünsche ich mir das am besten immer. Oder eben ein korrektes Bild des PCs. Wenn man ihn natürlich hinterher umkonfiguriert, das ist wieder was anderes. Aber ich möchte ein korrektes Bild des PCs haben, was drin verbaut ist, oder eben nur das Case. Das haben wir hier in dem Fall. Der kostet 1.649,99 €, da gehe ich jetzt auch ein bisschen schneller drüber, weil das System gab es quasi in ähnlicher Form gerade eben schon. Als Gehäuse haben wir das Lianli LanCool 215 mit Seitenfenster. Wie gesagt, die beiden Frontlüfter sind schon verbaut, 2x200 mm, die sind groß, aber dadurch natürlich auch relativ leise, weil die nicht so schnell drehen müssen. Wir haben hinten auch noch einen vorinstalliert, das heißt der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Lianli macht qualitativ auch relativ gute Gehäuse. Viele kennen dieses Dynamic O11, das ist das, wo diese neuen Lüfter drin sind, was jeder Streamer im Hintergrund stehen hat. Das hier ist auch okay, technisch gesehen. Überhaupt kein Problem. Und das kostet 89,77 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist der gleiche, das ist der i7-10700KF, den hatten wir ja eben schon. Als Prozessor-Kühler bekommen wir hier allerdings einen BeQuiet PureRock 2 Silber. Der hat sogar eine geringere TDP von 150 Watt. Der ist nicht schlecht. Nur ich bezweifle, also es ist ein guter CPU-Kühler, nur ich bezweifle, ob der den so bändigen kann. 10.700 kF, der wird schon warm. Zum normalen Zocken wird es mit Sicherheit reichen, zum Stream eventuell auch, wenn ihr jetzt natürlich auch in der Dachgeschosswohnung wohnt, ich sag's immer wieder. Aber es sind viele Leute da, die das Video zum ersten Mal gucken, deswegen lynch mich nicht, dass ich etwas wiederhole, aber seid in der Dachgeschosswohnung, habt dann 30 Grad da im Sommer, das wird schon ziemlich eng mit dem hier. Da hätte ich mir auch schon wieder eine Wasserkühlung vorgestellt. Qualitativ ist der völlig in Ordnung. Ihr könnt auch auf Prozessoren wie einen 10.400 oder 12.400 kF draufschmeißen oder auf einen Ryzen 5600, dafür reicht der Dicke. Alles andere, ja, wird schon eng. Und er kostet 30,91 € bei Mindfactory. Dann haben wir hier wieder die gleiche Thematik. Es ist wieder dieser grüne RAM mit dem gleichen Speichertakt. Totaler Müll. Hier haben wir auch die KFA 2 3060 Ti drin. Habe ich eben auch schon alles zugesagt. Das Mainboard, das ist ein MSI Z490-A Pro. Da haben wir jetzt Full ATX. Fragt mich nicht warum. Aber gut, ja, kann auch an dem Preis liegen, wie auch immer.
Hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD rein, hier unten kann auch noch eine SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein, jetzt habt ihr hier bis zu 4 Erweiterungsslots für WLAN-Karten, Capture-Card, was man halt so verbaut. Es gibt sogar noch Leute, die eine Soundkarte oder so verbauen, weil sie bessere Audioqualität haben wollen. Dann haben wir hier 7.1, zweimal USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C haben wir mit dabei, Netzwerkanschluss, HDMI, DisplayPort werden wir hier nicht benutzen können, weil der Prozessor wieder keine integrierte Grafikkarte hat, zweimal USB 2.0 und P-2 werdet ihr auch nicht brauchen. Das Lustige ist einfach nur, dass sie hier sogar nochmal eine Generation zurückgesprungen sind und Z490 genommen haben. Ihr könntet damit sogar übertakten. Z490, ja. Eben hatten wir B560, da kann man wieder nur den RAM übertakten. Also es ist ganz komische Konfiguration, was die so da reinschmeißen. Vor allen Dingen, die unterscheiden sich, die ersten drei PC unterscheiden sich so krass. Naja, dann hat das eine Micro ATX mit B560, das andere Full ATX mit Z490. Das ist alles Resteverwertung, wirklich. Das sind halt alte Sachen. Wir sind bei Generation Z690, nicht 490 oder so. Deswegen, ihr kriegt halt für den Preis das halt auch schon. Deswegen rege ich mich so darüber auf. Ja, ansonsten ist das Board halt nichts Besonderes. Das ist quasi so ein Einsteigerboard in der Z490er-Reihe. Ihr kriegt schon bessere Sachen für das Geld. Und das kostet 100,58 € bei Mindfactory. Dann haben wir hier schon wieder diese 2,5 Zoll Gigabyte SSD, die 1 TB HDD, wieder dieses Netzteil. In dem Fall allerdings Windows 11 Home 64-Bit. Warum sie da jetzt auch schon auf Windows 11 gehen, weiß ich nicht. Windows 10 hätte für das System auch gelangt, da ist ja keine neue Intel-Generation drin. Windows 11 hat so das Problem, dass viele Spiele und Treiber noch Probleme machen. Es bessert sich, aber sie machen halt Probleme im Vergleich zu Windows 10. Und das kostet 69,99 € bei MySoftware. Auch hier wieder Bullguard Internet Security, könnt ihr einfach wegschmeißen. 36 Monate Herstellergarantie, das ist okay. Und dann haben wir auch hier den Warenkorb. Hier ist die HDD, die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.361,53 €. Das System soll kosten 1.649 €. Einfach mal 300 € zu teuer. Finger weg. Bullshit. Für das Geld kriegt ihr schon aktuellere Sachen. Auch mit so einer Grafikkarte. Ja, das funktioniert. Bei Dubaro, bei Krotos, selbst bei Agando kriegt ihr das. Mit besserem Speichertakt, besserer SSD. Also, nee, wirklich. Lasst davon bitte auch die Finger. Ich habe mir jetzt hier nicht die schlechten Sachen rausgepickt. Ich bin wirklich einfach nur draufgegangen. Intel i7. Mal gucken, was bei rauskommt. Das sind die ersten drei PCs, die gucke ich mir an. Wenn ihr wollt, mache ich das gleiche nochmal mit AMD. Und dann hätten wir zu guter Letzt noch den Gaming-PC Premium IN02 für 1.929,99 €. Auch hier wieder das Bild. Fake sein Urgroßvater. Ne? 4 beleuchtete RAM-Riegel von Corsair, die halt einfach nicht drin sind. Also es sind 2 Stück drin, aber eben nicht 4, so wie es hier zu sehen ist. Auch oben wieder diese Luffys. Meine Güte. Was soll das? Klar, es kann abweichen, es steht auch hier unten. Ich finde es aber trotzdem kacke, ich sag's immer wieder. Als Gehäuse haben wir hier in dem Fall den MIDI-Tower Corsair Carbide Series 275R schwarz mit Acrylfenster. Acrylfenster. Wisst ihr, was Acryl ist? Acryl ist Plexiglas. Noch nicht mal mehr richtiges Glas. Und ich zeige euch jetzt mal was Lustiges. Hier unten haben wir das mit Glasfenster, was höherwertiger ist. Das würde 2 € mehr kosten. Nein, sie nehmen das Acrylfenster. Plastik. Einfach nur Plastikfenster. Ansonsten erfüllt das Case natürlich seinen Zweck. Der Airflow ist nicht so geil wie jetzt bei den anderen beiden Gehäusen, weil ihr habt hier halt nur diesen kleinen Schlitz, wo seitlich ein Lüfter das so reinzieht und der andere hinten wieder rausschmeißt. Ja, also gut, auf der anderen Seite wird der Schlitz auch sein, klar. Ob das aber so effektiv ist, also gegenüber den anderen Gehäusen wird es auf jeden Fall einen Nachteil haben, die eine Mesh-Front hatten. Ansonsten ist es technisch gesehen in Ordnung. Es ist ein Corsair Case, die sind qualitativ immer ziemlich gut. Ich habe hier jetzt auch gerade das 4000X stehen, das kostet auch wieder ein bisschen mehr, was aber auch qualitativ in Ordnung ist. Und das kostet 67,90 € bei Equipa. Über den Prozessor brauchen wir hier auch nicht zu quatschen. Hier haben wir auch wieder den gleichen CPU-Kühler drin. Allerdings haben wir hier 2x8 GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz. Nein, der leuchtet auch nicht. Es ist eine Vorstufe. Eine Vorstufe. Danach kommt der RGB Pro. Davor kommen die LPX. Immerhin nicht mehr dieser grüne RAM. Das ist ein vernünftiger 3200 MHz. Ist sogar etwas über der Spezifikation des Prozessors. Das ist okay. Den Vergleich habe ich euch eben ja gezeigt mit dem RAM, ne, mit den FPS. 16 GB in der Preisklasse ist noch okay. Ich wäre eventuell sogar auf 32 gegangen, weil bei 2000 € System kann man das schon irgendwo erwarten. Es gibt auf jeden Fall viele, die sich da schon 32 GB reinschleudern. Das braucht nicht jeder, keine Frage. Aber Streamer zum Beispiel, da wären 32 GB gar nicht so schlecht, weil das Game und der Stream und so weiter, das frisst schon ordentlich. Und der kostet 67,87 € bei Mindfactory. Dann haben wir hier noch eine 8 GB Nvidia GeForce RTX 3070 Einklick OC von KFA2. Ich weiß jetzt nicht, ob es die X ist oder die normale 3070. Die X, die kostet gerade 749 und die normale 1200. Frag mich nicht warum. Die haben keinen großen Unterschied. Leistungstechnisch sind die gleich.
Die haben auch beide Einklick OC, deswegen nehme ich jetzt die günstigere. Die kostete gestern auch noch, also die normale, auch so um die 750, heute 1200. Das ist totaler Quatsch. Deswegen nehmen wir erstmal die, ist ja auch eine KFA2. Zu der 3070 findet ihr natürlich auch wieder den FPS-Test dann unten in der Videobeschreibung in Kombination mit diesem Prozessor. Ist an und für sich auch eine gute Grafikkarte. Wir haben hier im Haushalt auch eine 3070 Ti, die ist natürlich noch ein bisschen leistungsstärker. Die schaffen aber die AAA-Titel und auch in guten FPS-Werten. Ihr seht es ja dann unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ja anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Und die kostet wie gesagt 749 Euro bei Saturn. Als Mainboard bekommen wir ein MSI MPG Z490 Gaming Plus. Das war früher der Bringer schlechthin. Das Z490 Gaming Plus, das war auch schweineteuer. Ihr seht es auch hier am Graphen, also der geht immer weiter runter. Ist halt eine alte Variante. Dazwischen kommt noch 590 und 690. Immerhin ist der Chipsatz dafür ausgelegt, dass man einen Prozessor übertakten kann, wenn man das möchte. Ob das sinnig ist, steht auf einem anderen Blatt, weil die werden auch so schon gut warm, wenn man jetzt noch übertaktet mit dem Luftkühler. Ach, immer ziemlich schwierig. Da würde ich schon wieder auf eine Wasserkühlung gehen, sag ich ja. Hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD eingebaut werden, hier unten kann eine SSD eingebaut werden. DZ RGB-Beleuchtung haben wir auch noch mit dabei. Hier die Grafikkarte und halt WLAN oder was ihr euch gerne noch erweitern wollt hier unten. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.0. Einmal USB 3.1, USB Typ C. Auch hier HDMI DisplayPort könnt ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr holt euch das Bild dann über die Grafikkarte. Dann haben wir hier noch Maus- und Tastaturanschluss und zweimal USB 2.0. Das ist schon ein schickes Board, aber ist halt alt. Muss so sagen, wie es ist. Ne? Z690 gibt es ja wie gesagt auch schon. Für den Prozessor natürlich noch passend, aber das ist auch Resteverwertung. Ist halt einfach so. Die werden auch in letzter Zeit gut runtergesetzt. Mir hat da ein Vögelchen gezwitschert, dass die Händler gerade gute Angebote kriegen, dass MSI und so weiter die Dinger loswerden wollen. Und das kostet 109,90 Euro bei HardwareCamp 24. Es ist wieder die 256 GB 2,5 Zoll Festplatte da drin. Also spätestens bei 2000 Euro geht man auf M.2 und mindestens 1 Terabyte, wenn nicht sogar 2. Irgendeine Samsung Evo oder so. Also das ist wirklich nur noch frech. Auch wieder die 1 Terabyte HDD. Ja klar, zum Auslagern gut, aber ist halt auch irgendwo frech. Dann haben wir hier ein 750 Watt Gigabyte P750GM. Das ist voll modular, hat 80 plus Gold, wo ich mich eben noch drüber aufgeregt habe. Also hier ist es okay und 5 Jahre Garantie. Das ist soweit in Ordnung. 750 Watt reichen auch aus. Es ist voll modular, geht euch natürlich erstmal nichts an. Aber wenn ihr später dran rumschraubt, freut ihr euch, dass nicht alle Kabel da drin so rumfliegen. 80 plus Gold ist effizient, das ist okay. Und das kostet 74,90 Euro bei Case King. Auch hier bekommen wir wieder Windows 11 Home dazu. 64 Bit brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Das kennen wir auch schon. Und wieder die 3 Jahre Herstellergarantie. Und dann wären wir da auch beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler. Das eine Gehäuse hier steht auf 0, das wird nicht mitgerechnet. Wir nehmen natürlich das mit dem Acrylfenster, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1527,77 Euro. Das System soll kosten 1929 Euro. Jo, 400 Euro zu teuer für veraltete Hardware. Glückwunsch, One.de. Das sind die ersten 3 PCs gewesen, die da standen. Intel Core i7. Das ist das, was sich die Leute angucken. Bestseller und so. Ey, nee. Finger weg, auf jeden Fall. Das ist alles Resteverwertung zu überhöhten Preisen. Wenn sie jetzt natürlich diese Reste drin gehabt hätten und vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger als Selbstbau gewesen wären, ja okay, kann man drüber reden. Aber 400 Euro Aufpreis? Ey. Beim besten Willen nicht. Ich habe aus Jux und Dollerei einfach mal einen Warenkorb gemacht. Bitte den jetzt nicht so nachstellen. Ich wollte euch nochmal zeigen, was so möglich ist in dem Fall. Da haben wir hier ein Gehäuse mit ordentlich Airflow und 3 Lüftern in der Front. Dann haben wir den Intel i7 12700KF, übertaktbar, ohne integrierte Grafikeinheit, klar. Aber neueste Generation, danach kommt nur noch der 12900K und daher macht keinen Sinn preis-leistungstechnisch. Also das ist so ein Prozessor, den ich auch auf jeden Fall nehmen würde, wenn ich mir ein System baue zum Streamen und so. Dann haben wir eine 360er Wasserkühlung drin und zwar von Corsair, die H150i Elite Capellix. Ein großes Board, Z690 Chipsatz, also übertakten im Bereich DDR4 natürlich noch. DDR5 wäre zu teuer gewesen. Dann haben wir hier auch noch 16 GB DDR4 Corsair 3600 MHz Vengeance RGB Pro SL. Das sind die beleuchteten, die wir auch eben auf den Bildern gesehen haben. Nur 2 Stück, nicht 4 Stück, klar. Eine 1 TB Kingston NV1 M.2 SSD, ja, das funktioniert. Eine 3070 mit beliebiger Hersteller, ja okay, das ist bei Dubaro immer so, es sei denn, man zahlt ordentlich Aufpreis. Und ein 750 Watt MSI MPG A750 GF80 Plus Gold, voll modular. 1938 Euro. Da habt ihr die neuesten Sachen drin und das wäre halt so ein System. Ich sage jetzt nicht, dass das günstig ist. Ich habe dazu keinen Preisvergleich gemacht. Nur ich will zeigen, für 1940 Euro kriegt man eben das. Anstatt One.de. Mit veralteten Sachen. 2 Generationen zurück, 10.000er Intel-Reihe. Nee, warum? Das sind keine schlechten Prozessoren, aber warum? Quatsch. Da kauft man sich lieber sowas Aktuelles hier. Oder? Also wer sich wünscht, dass ich das Ganze nochmal zu AMD mache, dann mache ich das. Klar. Wenn ihr wissen wollt, ob sie euch da auch so abziehen.
Ich weiß nicht, ob alle Systeme so sind. Ich habe, wie gesagt, die ersten drei genommen. Die sind mir halt ins Auge gesprungen und ich dachte, ich mache darüber ein Video. Also, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt auch allgemein in die Kommentare, was ihr von dem Video gehalten habt. Also, kauft auf jeden Fall keinen einzigen dieser drei Stück. Geht lieber nach Tubaro, Krotos, Agando, von mir aus CSL, ja. Und dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Joint unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.